Der Similaun. Mit 3599 Metern Höhe ist der Similaun einer der bekanntesten Gipfel in den Ötztaler Alpen. Eine Tour, die bei schönem Wetter eine unglaubliche Aussicht in jede Himmelsrichtung bietet und durchgängig zum Genießen einlädt. Gestartet wird im Wendt am Parkplatz vom Wildspitze Sessellift in Richtung Süden. Man folgt der Ausschilderung in Richtung Martin-Busch-Hütte und lässt rasch auch die letzten Gasthöfe hinter sich. Schnell findet man sich zwischen Latschen am langen Schotterweg in Richtung Martin-Busch-Hütte wieder, wobei zur Linken stets die Westseiten des Ramolkogels, Spiegelkogels und später auch des Steinmandels hinaufragen. Zur Rechten hat man eine gute Sicht auf die Ostflanke der Talleitspitze und Kreuzspitze. Aufgrund der erhöhten Steinschlaggefahr umgeht man einen Teil der Schotterstraße auf der anderen Seite des Niederjochbachs und überquert hier zwei Brücken mit einem eindrucksvollen Blick auf den Bach, welcher im Frühjahr durch die Schneeschmelze beeindruckende Wassermassen mitreißt. Nachdem man wieder auf der eigentlichen Straße angekommen ist, ist es nicht mehr weit bis zur Martin-Busch-Hütte. Möchte man hier nächtigen, sollte man unbedingt vorher einen Platz reservieren. Die Hütte ist nämlich ein beliebter Ausgangspunkt für diverse Wanderungen im Ötztal. Die Martin-Busch-Hütte wird im Sommer von Mitte Juni bis Ende September und im Winter von Anfang März bis Anfang Mai bewirtschaftet. Sie liegt auf rund 2500 Metern und wurde damals unter der Verwaltung von Hofrat Martin Busch 1952 fertiggestellt. Von der Martin-Busch-Hütte geht es entweder am gleichen oder am nächsten Tag weiter in Richtung Süden. Bei allen Wegweisern gehen wir stets nach Süden zur Similaun-Hütte. Obwohl der Weg zur Similaun-Hütte relativ weit ist, vergeht die Zeit aufgrund der grandiosen Aussicht und dem Wissen, zu welchem tollen Berg man unterwegs ist, wie im Flug. Bei einer Gabelung kann man nach rechts zur Ötzi-Fundstelle abzweigen, wir halten uns aber links im Tal. Im Frühsommer können auf diesem Weg einige große Schneefelder vorkommen, doch entweder über Fels und Schotter oder eben über Schneefelder erreichen wir nach einiger Zeit die Similaun-Hütte. Der Similaun ist übrigens auch eine beliebte Skitour für alle, denen der Winter etwas mehr zusagt als die warmen Sommermonate. Und so geht es immer weiter, über Schneefelder,
Schritt für Schritt in Richtung Similaunhütte. Von dieser aus geht es noch ganz kurz nach Süden und markiert und gespurt direkt weiter nach Osten. Wobei wir je nach Jahreszeit, früher oder später, auf Firn und auch auf den Gletscher treffen. Auch bei guter Spaltensituation und einer stabilen Schneedecke fordern wir das Schicksal nicht heraus und begehen den Gletscher angeseilt. Wobei vor allem im letzten steilen Gipfelanstieg Steigeisen zu Hilfe kommen, um den finalen Aufstieg zu erleichtern. Die Tour eignet sich auch für erste Anläufe im Bereich der Hochtouren, nachdem eine entsprechende Einschulung in dieser Thematik stattgefunden hat. Falls du weitere Hochtouren sehen möchtest, schreib mir deine Wunschtour in die Kommentare und die Alpenakademie wird sich die Tour einmal genauer ansehen. Super! Am Gipfel genießen wir die ideale Rundumsicht auf die Wildspitze, die Dolomiten, in Richtung des Zuckerhüttels, aber auch zum Ortler und vielen mehr. Wenn dir der Tourguide gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine weiteren Tourguides oder Ausrüstungsvideos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir eine schöne Zeit und Bergheil!